Dich grüßen. Nur? Nur? Glaubt sie tatsächlich noch, dass ihre Familie lebt? Mann, wir sind seit Jahren tot! All diese liebe Mama-Briefe, die habe ich auch selber geschrieben. Naja, Ashley, meine Tochter, half mir. Sie dachte, ich habe eine Brieffreundin. Sie drückt auf die Tränendrüse, meine Ashley. Ich glaube, sie hat Talent zur Schriftstellerin. Er lebt noch. Wäre er tot, ich hätte es dir nicht vorgeworfen. Ja, ich lebe noch, du verfickter Taxifahrer. Zeig ihm sein neues Haus. Wer war das? Elende Wilde! Lass das! Moment mal, das ist mein Handy. AJ, mein Handy in meiner Tasche. Ich brauche mein Handy, Mann. AJ, bitte, bitte, ich brauche mein Handy. Lass mich los, ihr Pavian-Arsche! Er schlief. Ashley, Baby, Daddy ist hier! Danke, AJ. Du hast das Richtige getan. Wir kümmern uns um Paul. Wir haben das perfekte Plätzchen für ihn. Jetzt, wo Paul auf dem Weg ist, ist seine Festung Varshakot angreifbar. Das wäre ein guter Zeitpunkt für einen Angriff. Amerika. Ich habe die Schwarme gefunden, konnte mich aber nicht überwinden, sie zu töten. Nicht nach all den Jahren. Solche Entscheidungen bereut man immer, wenn die Leute sterben. Jedenfalls war ich mit dem Fleur dort, oder eher mit Paul Harmon. Er lud mich zu sich ein, um seine Familie und seine andere Seite kennenzulernen. Es war unglaublich, den Mann hinter dem Mann zu sehen. Paul, den liebenden Ehemann und Vater. Ich war genauso neidisch, wie es mich für ihn freut. Seiner Tochter und dann war sie. Ashley, das Licht deines Lebens. Er hatte Tränen in den Augen, so stolz, so voller Liebe war er. Da kam ich ins Grübeln. Was, wenn ich Ishwari gefolgt wäre? Was, wenn du dich durch ein Klavierkonzert gestümpert hättest, während ich dich durch einen Tränenschleier in Sucha sehe und jeden wertvollen Moment festhalte? Trifft einen immer, wenn es zu spät ist, AJ. Immer, wenn es zu spät ist. Achtung, Pyramid! Stopp! Halt das!
Amita. Alles okay? Glaubst du, das wäre einfach? Die erste Frau beim Goldenen Pfad zu sein? Die für Veränderung einsteht, während hinter deinem Rücken sich alle das Maul zerreißen, dass du ihr Erbe zerstörst? Ich bin genauso ein Krieger. Eine Kürati wie die, aber die sehen nur eine Frau. Du bist ein kluger Mann, sag mir. Bin ich die Richtige für das hier? Sabal, er hat so viele Anhänger und ich frag mich, sind die blind? Oder habe ich etwas übersehen? Unentschlossenheit ist was für Schwache. Okay. Erinnerst du dich an die Teeplantage? Der Mohn wurde zur Verarbeitung in eine alte Ziegelfabrik gebracht. Sabal will sie zerstören. Er ist so verdammt überzeugt von sich. Und du willst sie übernehmen? Ganz genau. Damit können wir für die Zukunft planen, während er in der Vergangenheit lebt. Ich sage ja, er sagt nein. Aber ich hoffe, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Ich bin dabei. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Du musst Nurs Ziegelfabrik übernehmen, ohne sie zu zerstören. Wir werden sie noch brauchen. AJ, pass auf dich auf. Sie wird sehr gut bewacht. Ziegelfabrik erzählt. Und ich wette, sie hat sich bei dir ausgeheult. Hat sie dir die traurige Geschichte erzählt, dass sie die erste Frau beim Goldenen Pfad sei? Hat sie bei mir auch versucht. Aber du fällst nicht darauf rein, oder, Bruder? Dieses Heroin ist pures Gift. So einfach ist das. Erledige Nurs Männer und zerstöre die Fabrik. Ende vom Lied. Hier, benutzt die Rucksackladung in dem Labor.
AJ, Sabal sagte, dass du kommst. Wir haben hier jeden Sprengstoff, den man sich nur wünschen kann. Nimm dir, was du brauchst, und dann geh zum Havildar auf dem Hügel. Havildar, Kommandant, wie du willst. Ist mir eine Ehre, Sohn von Moha. Siehst du den Schornstein? Zerstör die Stützkabel und lass ihn einstürzen. Das sollte ein schönes Loch geben, durch das du in die Anlage kannst. Zerstören? Die Frage ist wie, oder? Ich würde den Sprengstoff für den Schornstein und die Einrichtung aufheben und die Kabelwände mit Hilfe der Elefanten rausreißen. Viel Spaß! Bevor Mien kam, hatten wir hier kein Opiumproblem.
Heiliger Teufel! Los, los, los! Es ist nicht schwer, dich zu